Die Sanierung der Zwirnerei, Erberinsel. Heute sehen Sie, was schon entstanden ist. Hören Sie das? Ja, genau. Es ist Sonntag, der einzige Tag, an dem die Baustelle auf der Erberinsel einmal zur Ruhe kommt. Während sich die Baustelle ein wenig vom Wachsen und Größerwerden erholt, nutzen wir die Zeit, um einmal zurückzublicken. Auf manches, was schon geleistet wurde, ohne dass wir davon berichtet hatten. Etwa als es im Februar 2011 darum ging, die Eisenträger aus dem Boden der Werkshallen zu entfernen. Ich bin der Geiz-Josef, ich bin Zimmerermeister. Und ich habe jetzt die Aufgabe, dass wir die Eisenschiene entfernen. Da sind die Schwebstühle drauf gestanden. Und die haben ein saumäßiges Gewicht gehabt. Und jetzt müssen wir die Eisenträger da raus, so hoch wird, weil wir kriegen da jetzt ja nur einen Haufen Flächenlast rein. Für den Estrich und Zeug. Und die nehmen wir dann raus, die zerschneiden wir auf Trümmer. Ja, das sind die Eisenträger, das sind 160er U-Schienen. Und die wiegen ungefähr so 600 Kilo oder 610 Kilo. Auf 18 Meter Länge. Und das ist schon ein Teil, das haben wir schon abgeschnitten, dass wir es einigermaßen transportieren können. Auch die Kraft der stärksten Hände hätte nicht ausgereicht, als es im März 2011 darum ging, das alte marode Treppenhaus abzubauen, um dem neuen Platz zu machen. Hier sehen wir das alte Treppenhaus. Wir hätten es gern erhalten, aber nicht möglich. Es ist einfach schon so baufällig, dass wir es rausbauen müssen und dafür das neue Fertigbeton-Treppenhaus eingebaut wird. Das Treppenhaus wurde neu gebaut, samt neuer, starker Decken. Um die Tragkraft einer Decke zu erhöhen, werden riesige Stahlträger, sogenannte Unterzüge, eingebaut. Dieser Stahlträger hier wiegt 1200 Kilogramm. Und wird später als Unterzug eingebaut zur Ertüchtigung der vorhandenen Decken. Zunächst mussten die alten Unterzüge raus. Diese Kolosse aus Stahl anzuheben, war eine Herausforderung für sich. Meter für Meter, Stockwerk für Stockwerk arbeiteten sich die Treppenbauer nach oben. Ein Geländer hat das Treppenhaus natürlich auch bekommen. Ja, und Uwe Mertens hat's wie immer eilig. Denn morgen geht es wieder weiter. Wir sehen uns.